Wir sind hier mit dem Tiny House unterwegs. Das ist der dritte Tourstopp im Norden. Wir waren bereits in zwei Städten, in Hamburg und in Kiel. Und heute sind wir auf einem Dorf. Wir sind hier in Mulsum und ich begrüße alle Mulsumer und Mulsumerinnen herzlich. Schön, dass Sie dabei sind, wenn das Tiny House heute hier Station macht. Und wir interessieren uns dafür, was bedeutet Dorfgemeinschaft? Was bedeutet miteinander leben auf dem Dorf? Und ich bin sehr begeistert davon, denn hier steht das Deutsche Haus und es wird das Dorfgemeinschaftshaus. Hier haben sich die Mulsumer und Mulsumerinnen zusammengetan zu einer Genossenschaft. Und jetzt sind sie am Bauen, am Sanieren, denn sie wollen, dass die Gaststätte hier im Dorf erhalten bleibt. Warum und wieso das so ist, darüber unterhalte ich mich heute unter anderem mit der Bürgermeisterin von Mulsum. Und ich freue mich sehr auf die Gespräche. Wo wir hergezogen sind, war das halt noch aktiv und es ist einfach auch der Mittelpunkt des Dorfes und es gehört, finde ich, einfach auch zu jedem Dorf dazu, dass es da eine Kneipe oder ein Restaurant oder Ähnliches gibt. Ja, wissen Sie, das ist für Mulsum und für die Umgebung ist das eine Rettung. Wir haben aber auch Erntefeste, Faschingsbälle hier gefeiert. Also auch der Saal muss einfach wiederbelebt werden. Der muss einfach bleiben. Und da haben wir unsere Hochzeit gefeiert. Erinnern kann ich mich noch einmal an das erste große Fest, was es damals für uns gab als Jugendliche. Das war die Tanzschule mit der Tanzveranstaltung und mit Abtanzball und solche Geschichten. Man hat jetzt durch diese gemeinsame Arbeit, die hier praktisch jedes Wochenende stattfindet, kriegt man näheren Kontakt zu Leuten, die man vorher vielleicht mal guten Tag und guten Weg gesagt hat. Mhm. Natürlich, klar, macht man im Dorf, nicht? Aber jetzt ist zum Teil da noch ein ganz anderer Kontakt entstanden und das ist einfach schön. Und ich hoffe ja, dass die Jugend wie Sportverein und so, dass das alles wieder hier stattfindet. Wir sind so viele Leute, die in der Genossenschaft zusammengekommen sind und wir freuen uns auf jeden Neuen, der mitmacht und wir sind richtig stolz darauf, auch das, was wir bisher geschaffen haben. Das berühmte Einer für alle, alle für einen, das steckt einfach dahinter. Der Grundgedanke zu sagen, es geht nicht nur um mich alleine, es geht um eine Gemeinschaft, von der ich ein Teil bin, die mich aber auf der anderen Seite auch auffängt. Stefan Allers, Sie sind im Vorstand von der Genossenschaft. Genau. Schön, dass Sie auch Zeit haben heute. Gerne. Wie kam es dazu, dass Sie das Projekt Dorfgemeinschaftshaus Mulsum bei der Mission Miteinander von der RMV-Versicherung eingereicht haben? Ja, ich bin ja selbst Mitarbeiter bei der RMV und verfolge das natürlich auch die Aktivitäten zum 100-jährigen Jubiläum. Und da kam uns das natürlich gerade recht, dass die RMV eben gesagt hat, so, wir unterstützen gemeinschaftliche Projekte mit einer gewissen Summe. Und da wir gerade dabei sind, oder was heißt gerade dabei sind, wir sind seit November 2018, wir sind jetzt also im vierten Jahr dabei, hier das Dorfgemeinschaftshaus für die Bevölkerung wieder herzurichten. Und da wir das ja auch im Rahmen einer Genossenschaft machen und die RMV natürlich auch ein genossenschaftliches Unternehmen ist und mit den Volksbanken zusammenarbeitet, die ja auch alle genossenschaftlich organisiert sind, passte das wie die Faust aufs Auge, dass wir uns eben halt dort beworben haben. Wo sehen Sie da im Wesentlichen die Passung und die gemeinschaftliche? Es ist in der Rechtsform eine Genossenschaft, es gibt diesen genossenschaftlichen Gedanken, es heißt R und V, da steckt noch der Name Raiffeisen drin. Genau. Aber wie erleben Sie das persönlich? So, wo spürt man das? Sowohl hier als auch vielleicht auf der Arbeit. Ja, also man merkt es hier auf der Baustelle, wo wir gleich auch nochmal rüber gucken, wo wir auch jedes Wochenende alle mal mit anpacken. Wir sind in der Regel immer so 30 bis 40 Leute, die hier so tätig sind. Und jeder fasst da an, wo es notwendig ist. Und wenn einer das alleine machen würde, dann würden wir hier nie zu einem Ende kommen und würden das Dorfgemeinschaftshaus für lange Zeit nicht mehr für die Bevölkerung zugänglich machen können. Das schaffen wir nur, wenn wir zusammenarbeiten, Hand in Hand arbeiten. Und das ist eben halt auch genau das, wo es bei der RMV drum geht. Alleine kann ich wenig bewegen, aber in der Gemeinschaft ist halt sehr viel möglich. Und wir sehen das hier tagtäglich, was hier sich abspielt. Auch jetzt in der Woche im Moment wird abends nach Feierabend hier noch gewerkelt. Und ja, das geht alleine nicht. Das geht nur in der Gemeinschaft, wenn jeder mit anfasst. Und was da alles möglich ist in der Gemeinschaft, das möchte ich mir jetzt mal anschauen. Ich freue mich auf die Führung. Ja, wir schauen mal. Gehen wir rüber. Thank you.
Ja, wie man sieht, wir haben bis jetzt viel oder fast nur entkernt. Man kann aber auch schon die ersten Fortschritte sehen. Wir haben schon die ersten Schlitze gezogen für die neue Elektrik. Eine Seite Wohnung, die andere Seite Gemeinschaftsfläche, ja, Verwaltung, genau. Büro. Hier haben wir genau eben auch kleine Räumlichkeiten, eben, wo man seine Vorstandssitzungen auch abhalten kann. Das war ja hier ein Gaststättenbetrieb im Deutschen Haus. Für bis zu wie viele Leuten wurden die hier Feiern veranstaltet? Ja, also die größte Hochzeit, die hier veranstaltet worden ist, das waren so knapp 300 Leute. Dann war es aber auf dem Saal, wo wir ja gleich auch noch mal eben einmal kurz einen Blick reinwerfen können. Natürlich sehr eng, aber so bei 250 Leute, dann ist es schon schön kuschelig, kann man hier durchaus seine Familienfeiern oder Hochzeiten eben halt abhalten. Wir haben 1700 Einwohner, etwas mehr über den Daumen, und wir haben ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Wir sind von Haustür zu Haustür gelaufen und haben bei jedem Einwohner um Genossenschaftsanteile geworben. Insgesamt liegen wir jetzt bei 1105 Genossenschaftsanteilen. Also wir haben ja nicht ganz 280.000 Euro jetzt schon eingesammelt. Aber man kann sehen hier, wenn man sich mal umschaut, es ist sehr viel zu tun. Oh ja. Ja. Wow, hier wird jetzt deutlich, wie groß das Vorhaben ist. Dass es wirklich viele Leute braucht, dass das hier wahrscheinlich nicht eine oder einer alleine machen kann. Meine Frage nochmal an Sie, Herr Allers, ist, was würden Sie anderen Projekten mitgeben, was man lernen kann für ein gutes Miteinander auf dem Dorf, für ein gutes Miteinanderleben im Sinne der Mission Miteinander? Ja, ganz wichtig ist, man sollte so viele Personen wie möglich mitnehmen, am Projekt beteiligen. Ich darf eigentlich nicht warten, dass ich von öffentlicher Hand oder von Politik aus gestützt werde oder darauf warte, dass von der Seite irgendwas passiert. Wenn ich Sachen selber in die Hand nehmen will, versucht die Bevölkerung oder Freunde, Bekannte mit ins Boot zu nehmen. Denn wie der genossenschaftliche Gedanke das schon sagt, ich alleine werde das nicht schaffen können. Ja, wir haben erfahren, das Deutsche Haus ist eine Genossenschaft, und jetzt sitze ich hier mit Alina. Alina, schön, dass du Zeit hast. Ja. Alina ist auch Genossin, und du hast gesagt, hey, hier passiert was und ich zeichne Anteile. Wie kamst du zu deiner Entscheidung? Also es hieß halt, dass das verkauft wird, dass die Wirtin aufhört, und dann habe ich halt gedacht, es muss halt irgendwas im Dorf bleiben. Ja. Also eine Kneipe, ein Anlaufpunkt, wo wir alle hingehen können. Was begeistert dich an Mulsum, und wieso sagst du, hey, das ist gut hier zu sein, das ist gut hier auch zu investieren in die Zukunft, weil du hast ja tatsächlich Geld gegeben. So. Ja, ich habe jetzt so kennengelernt, so, seitdem ich da in der Schule bin in Hamburg, ist das Stadtleben, glaube ich, nicht so was für mich. Mhm. Hier ist man schön in seinem Haus, hat seinen eigenen Garten. Mhm. Und ja, man kennt sich halt. Also jeder kennt jeden, man hilft sich, und das ist halt schön. Ja, ich freue mich, dass hier Sandra Lemmermann da ist, die Bürgermeisterin von Mulsum. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön, ich bin gern gekommen. Das freut mich. Wir sitzen im Tiny House. Ich bin ein bisschen neugierig. Was begeistert Sie am Dorfleben, speziell auch hier in Mulsum? Also Dorfleben ist ja das einzig Gute daran, ist ja, jeder kennt jeden. Finde ich gut. Gibt auch natürlich, jeder kennt jeden, heißt, jeder weiß auch was über jeden. Das kann auch nicht jeder aushalten. Aber das macht Dorfleben aus. Und in so einem Dorf ist es so, das ist eine gute Gemeinschaft. Jeder will auch natürlich hier alt werden, und somit müssen wir auch sehen, dass unsere Dörfer lebendig bleiben. Und dafür ist ein gutes Miteinander ganz wichtig. Dass die Dörfer lebendig bleiben, sagen Sie, und Sie engagieren sich dafür ganz aktiv. Was macht den Reiz aus, sich in der Dorfgemeinschaft zu engagieren und auch politisch aktiv zu werden für Sie? Also wenn man selber nicht gerne alleine ist, dann ist man ganz gerne unter Leute, und man versucht natürlich auch immer zu motivieren und zu aktivieren, habe ich schon immer gerne gemacht. Ich bin seit 30 Jahren ehrenamtlich aktiv und freue mich auch immer, wenn man so Projekte aufbauen kann. Ich würde sagen, ich bin gut vernetzt. Ich habe Lust, Leute anzuschieben oder auch selber mitzumachen und zu gestalten. Ja, und wenn man denn in so einem Dorf wohnt, wo man sowieso jeden kennt, ist das einfach. Dann ist das eigentlich eine einfache Nummer. Es fällt Ihnen leicht? Es hat was mit Gemeinschaft zu tun, und es hat auch einen Gestaltungsraum. Genau. Da bin ich neugierig. Wie können Sie diesen Gestaltungsraum ja anbieten oder auch mit Leben erfüllen, gerade im Hinblick auf so ein Projekt wie das Dorfgemeinschaftsraum? Was kann Politik beitragen? Politik ist ja in erster Linie mal wichtig, dass auch die Gemeinschaft, also der Rat, dahinter steht, damit es auch billig wird und damit wir das auch finanziell unterstützen können. Das ist erstmal die Basis. Ohne dem geht es ja gar nicht. Und daher haben wir hier bei uns wirklich
sind ihnen alle wohlgesonnen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man natürlich auch so ein Dorfgemeinschaftshaus füllt, mit Leben füllt. Da ist Politik wichtig. Wir haben auch viele Sitzungen, die auch irgendwo abgehalten werden müssen. Und natürlich ist es ein Schneeballsystem. Wenn die Politik schon negativ dazu eingestellt ist, ist das schwierig. Aber auch alle Vereine, alle Gemeinschaften, Familienfeste, irgendwo muss das ablaufen. Und es gibt auch viele spontane Sachen. Und wenn wir keinen Raum haben, wo man sich spontan treffen kann, hat man keine Möglichkeit. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass Corona uns ja so dermaßen ausgebremst hat. Jeder lächzt danach, mal wieder mit jemandem einfach unkompliziert irgendwo zu sprechen oder auch einfach mal eine Versammlung zu besuchen oder überhaupt mal ausrichten zu dürfen. Ne? Das heißt, Gemeinschaft braucht Gemeinschaftsräume und die entstehen hier. Schauen Sie mal ein bisschen für mich in die Zukunft, wenn das Gemeinschaftshaus eröffnet. Was erwartet dann die Menschen aus Mulsum? Wer kommt da alles zusammen? Sie haben angesprochen, Politik selbst könnte da zusammenkommen. Ja. Was erwarten Sie noch? Welche Vereine werden das nutzen? Ich denke, es wird alle Vereine nutzen. Wir haben hier einen sehr starken Landfrauenverein. Wir sind hier sportlich sehr aktiv. Wir haben hier Fußball, der hier lebt und lebt. Und auch Fußballer können nicht nur immer auf dem Spielfeld gut sein. Die müssen sich auch mal irgendwo zusammen austauschen können. Und auch das ist so, dass wir alle Bereiche haben. Wir haben ja auch alle Generationen von jung bis alt, die sich auch hier treffen. Es gibt viele Seniorenvereine, auch die brauchen irgendwo einen Zufluchtsort oder wo die sich mal zusammentreffen können. Ich glaube, das ist schon wichtig. Dorfgemeinschaft, wie das Wort schon sagt. Also ein Dorf lebt davon, in Gemeinschaft was zu machen. Und in diesem Projekt ist es so, das freut mich so ungemein, weil wir haben in diesem Dorf unheimlich viele Macher. Mhm. Und nur davon kann ein Dorf leben. Und das ist auch ein Schneeballsystem. Wenn dein Nachbar, der engagiert sich hier und dann hörst du das und dann sagt man sich, Mensch, da hätte ich auch mal Lust. Und so geht das immer weiter. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Dörfer, die darauf ein bisschen neidisch sind, dass das hier so gut läuft. Das habe ich auch so ein Gefühl, dass es hier ganz gut läuft. Hier kommen Macher und Macherinnen zusammen. Also die Gemeinschaft ist eigentlich jetzt schon aktiv, bevor der Raum da ist für die Gemeinschaft, genau, indem sie den Raum gestalten. Vielleicht nehmen Sie uns ganz kurz noch ein bisschen in die Geschichte mit rein. Wann haben Sie zum ersten Mal von diesem Anliegen gehört, dass das jetzt ein Gemeinschaftsprojekt wird, eine Genossenschaft? Und wie ging es dann weiter? Also das kann ich ganz genau sagen. Und zwar war ich tatsächlich mit einem von diesen Machern mal zusammen im Urlaub. Und wir saßen zusammen auf dem Boot und dann hat der mir so nebenbei erzählt, und weißt du eigentlich, was wir so im Dorf vorhaben? Da habe ich ihm erstmal gedacht, boah, das ist eine Hausnummer. Ja. Aber dann muss man da erstmal drüber schlafen und man muss auch erstmal Visionen entwickeln, ob das überhaupt so funktioniert oder nicht. Und umso mehr man sich mit diesen Gedanken auseinandersetzt, umso mehr überlegt man ja auch, wie kann es gehen. Und wenn man dann hört, wenn man auf dem Geburtstag sitzt und man hört dieses Thema und man denkt sich, Donnerwetter, und alle haben doch Lust mitzumachen, so, dann gibt es nur eins, anpacken und voran. Also vom Schnacken können wir ja nichts beschicken, das ist ja einfach so. Wir müssen ja dann auch mal alle hacken in den Teer und dann muss das auch mal losgehen. Dann hören wir jetzt auf zu schnacken. Schade. Es ist ja so, Mission Miteinander, die RNV-Versicherung fördert Projekte. Wenn Sie zu Hause zuschauen und denken, hey, in meinem Dorf, bei uns ist ja auch was los und eigentlich, wir sind auch Anpacker und wir brauchen vielleicht noch einen Anstoß, ein bisschen Finanzierung, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich auch zu bewerben mit Ihrem Projekt. Und wenn Sie jetzt auf andere Projekte, vielleicht andere Dörfer schauen, hier in Mulsum ist schon was, hier passiert was, vielleicht haben Sie etwas, was Sie mitgeben möchten, einen Ratschlag, eine Idee, was ist wichtig, wenn eine Dorfgemeinschaft so etwas angeht, wie das Dorfgemeinschaftshaus in Mulsum? Also wichtig ist immer ein gutes Miteinander und allen muss auch bewusst sein, also ein gutes Miteinander ist auch der Kitt der Gesellschaft. Wir können nicht Ehrenamt überall fordern, man muss es auch selber leben. Es gibt ja viele, die sagen, Mensch, das hätten wir auch gern. Alles hat man gerne, wenn man selber auch mal mit anpackt. Und das ist auch, man muss auch mal über den Tellerrand hinaus gucken und man muss sich engagieren. Das ist in allen Bereichen so. Also ein gutes Miteinander und dass wenn man so ein Projekt hat und man sieht, das ist fertig, das stärkt ungemein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir das hier fertig haben und wir haben mal ein Jahr Luft geholt, dann fällt uns was Neues wieder ein. Das Tiny House der RNV-Versicherung war zu Gast in Mulsum beim Dorfgemeinschaftshaus. Und wir haben einiges an Ideen und Tipps mitbekommen. Wir haben gehört, wie die Mulsumer und Mulsumerinnen ihr Dorfgemeinschaftshaus organisieren, wie sie selber anpacken, wie sie nicht nur schnacken. Und hier heißt es, nicht warten, sondern viele mitnehmen. Das kann auch für dein Projekt gelten, was du einreichen darfst bei der Mission Miteinander. Die Webseite lautet missionmiteinander.de. Die RNV-Versicherung sucht Projekte,
die beispielsweise ein besseres Miteinanderleben ermöglichen. Und zögert nicht, reicht euer Projekt ein.